Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Two Points Hospital. Ja, der chillten bisschen. Das sieht halt einfach mal so geil aus. Der ist halt heute fly unterwegs, ne? Ja, der Guts hat schon ein bisschen gekifft. So, wir haben eigentlich doch das Grundstück gekauft, ne? Ich finde das immer so sehr schön, wenn man hier in dem Spiel manuell speichern kann und das scheinbar absolut 0,0000% was bringt, dass man hier speichern kann. Das finde ich echt klasse. Also ich frage mich dann immer die ganze Zeit, wieso man hier überhaupt speichern kann. Weil es war ja das große Grundstück. Ich guck gerade. Ich glaube, das war das Grundstück hier. Wir kaufen das einfach nochmal. Und hier werden wir uns jetzt um zwei Arztpraxen, glaube ich, nochmal kümmern. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber das Wichtige ist ja eher, dass wir jetzt sagen, dass wir jetzt hier... Ah, die Tür nervt hier schon wieder, ne? Hier hätte ich halt sehr gerne eine Station. Ich weiß, ich habe gerade kein Geld, aber ich will jetzt erstmal gucken. Also die erste Station, würde ich sagen, machen wir so groß. Ne? Hier machen wir dann eine Frakturenstation hin. So. Ich mache jetzt gerade wirklich kein Plus, ne? Das ist gerade ein bisschen doof. Nee, geh mal weg hier, nein. Ich will vom Zimmer weg, Mann. Achso, wir haben ja gar keinen Assistenten jetzt gerade. Ups. Okay, warte mal. Ich muss das Zimmer nochmal abbrechen. Wir sollten erst mal... Kundenbetreuung 2. Ich habe kein Geld. Ich habe einen kranken Freund besucht, der die törichte Entscheidung getroffen hat, in einer der naturheilkundlichen Einrichtungen von Hanf abzusteigen. Nennen Sie mich gerne altmodisch, aber meiner Meinung nach sollten Patienten von Ärzten in Krankenhäusern behandelt werden und nicht von Schamanen, die sie mit Blättern einreiben. Was hatten die an der Hand? Kuddeltier, okay. Die ist ja nicht mehr zu retten, die Alte. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Hä? Sucht nach Arbeit. Also der wollte gerade hier rein. Wollte gerade sagen, was macht denn der jetzt hier in dem Raum? Nein, nein. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht mal diesmal einen Kredit aufnehmen sollten. Ich glaube, wir nehmen diesmal wirklich einen Kredit auf, weil der Kredit wird uns, glaube ich, dann doch ein bisschen relativ schnell wieder Geld reinspülen, wenn wir dann die großen Stationen haben. Jetzt ist die große Frage. 8000 kostet der mich. Oh, der würde immer 8000 kosten. Das ist schon
Wenn ich jetzt sage 150, 5000. Und hier, der würde mich 4000 kosten und hier kriege ich nur 100.000. Also komme ich schon mit dem Kredit gar nicht mal so schlecht. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt eine Station. Geht das eigentlich so? Nee, geht nicht, ne? Oh, schade. Okay. Das geht bestimmt auch nicht, ne? Es nervt irgendwie, dass hier die scheiß Türen im Weg sind. Das ist irgendwie voll nervig. Hä? Alter. So. Gut, man könnte jetzt natürlich noch sagen, man macht jetzt hier, was sieht total bescheuert aus, oder? Wenn man jetzt sagen. Ah, nee. Wir lassen das erstmal hier so länglich. Wir gucken mal, wie viele Betten wir hier reinbekommen. Also wir müssen jetzt echt gucken, dass wir. Jetzt wieder Platz. So, jetzt wieder Platz. So. Und da ist die Tür. Okay. Wir müssen halt wegen der Umkleidekabine und sowas gucken, ne? Dann fangen wir hier wieder an. So, so. Ne? So, okay, das heißt, wir haben 8, 16, 24, nee, ach, 20, 22 Betten, okay. Dann machen wir hier die Aufnahme hin. Jetzt ist die große Frage, lieber 2 Umkleidekabinen, ne? Das heißt, da muss eigentlich das Bett hier nochmal weichen. Es tut mir sorry. So. Wandmonitore sind noch immer gut. Da weiß man, der Patient hat noch Puls. Das ist das Wichtigste. So, würde ich sagen. Was gibt denn das? Gut, gibt Diagnosevermögen. Ich wäre hier eigentlich Diagnosevermögen und Behandlungsvermögen plus 1%. Ist jetzt nicht so viel. Aber wir können ja trotzdem mal hier eins hinstellen. Hände desinfizieren passt hier nicht mal hin, ne? Als ob das hier nicht hinpasst. Da. Mann! Okay, Hände desinfizieren machen wir jetzt einfach hier hin. Eigentlich, nee, geht nicht, ne? So einen kleinen Heizkörper hier drunter stellen, das geht leider nicht. Schade. Eine Uhr, dass die Patienten nicht zu lange behandelt werden, ne? Geht ja aufs Geld dann, irgendwann. So.
Okay. Also Nachtsicht wäre auch nicht schlecht, ne? Eigentlich. Könnte man vielleicht noch so einen Stuhl für, ne, falls sie Besuch bekommen. Zweimal das... Nee, warte mal, das sieht doof aus. Hier machen wir wieder Zeichnungen von toten Kindern hin, würde ich sagen. So. Schade, ich dachte, warte mal, hier so. Das geht. Machen wir das so. So ist okay. Da ist das Zimmer eigentlich fertig. Okay. Jetzt brauchen wir... Ach, nee. Nein. Nein. Nein, jetzt brauchen wir natürlich noch einen richtigen Krankenpfleger. Mal gucken. Apothekenverwaltung, das brauche ich halt nie. Ach, Mann. Oh, Alter, würde das mal nicht so lange dauern, ne? Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Und wir sagen, also insgesamt 4 dürfen wir arbeiten. Ich muss jetzt halt drauf warten, dass wir jetzt wirklich einen Krankenpfleger bekommen, der irgendwas in der Richtung hat, weil das... Wird auf der Station benötigt. Ja. Da haben wir schon mal den ersten. Sehr schön. Und der darf natürlich nur auf der Station arbeiten. Viel Spaß. Könnte man eigentlich Forschung 2 mal geben, ne? So, gehen wir der gutsten mal Forschung 2. Und wir haben jetzt erstmal, ja. Eine Krankenstation, was gar nicht so schlecht ist. Was wir natürlich ein bisschen mit Personal noch aufstocken müssen, weil einer reicht definitiv nicht. Bei unserem Ruf, bei unserem Ansturm, der bald kommt. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Wir werden von einem Promi besucht. Machen wir mal 2 dahin. 22, 23. Das heißt, wir kopieren mal das Zimmer hier. Aber hier wäre jetzt halt noch ein Platz, ne? Das nervt mich ein bisschen. Aber egal, ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Machen wir es so. Und dann gucken wir gleich mal. Nein. Nö. 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 Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Heute möchte ich ein neues Format einführen, das sich 2 Meinungen, eine Sendung nennt. Darin werde ich Ihnen 2 ziehen. Ja, das ist halt auch doof, ne? Es sind wieder 2 Qualifikationen. Das will ich ungern haben im Krankenhaus. A könnte, das ist eine ziemlich gute Idee für ein neues Format, lauten. Standpunkt B dagegen wäre, dieses Format ist eine peinliche Zweitverschwendung. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, 2 Meinungen. Oh, dem Patienten geht's ja hier richtig gut, du.
Aber warte mal, das soll hier nicht zur Diagnose sein, meine Guten. Das soll hier wirklich nur... Wenn ich das jetzt zur Diagnose mache, wie sieht denn das dann hier vorne aus? 17, ja gut, das entlastet ganz gut, ne? Wenn wir beides machen. Boah, die Station entlastet natürlich wieder. Jawohl, nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja hier, weil wir hier ein Dings haben, ne? Nee, warte mal. Das war Gold, ne? War das Gold? Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, das ist auch okay. Dann können wir den nämlich Stationsverwaltung geben. Und wir befördern natürlich. So. Diagnose plus 20%. Nee, das war dann wieder falsch. Welche Behandlung? Vergesst das halt immer wieder, ne? Ist das jetzt hier richtig, wie ich das eingestellt habe? Nee, scheiße. Schaffen wir nicht. Aber wir haben ja jetzt wieder einen, den wir auf die Station bringen können. Den wir da einstellen können, nämlich den Guten hier. Der darf. Ja, Frakturenstation logischerweise auch. Das können wir bei ihm auch schon mal einstellen. Obwohl, es ist halt die Frage, ne? Macht das Sinn? Ja, können wir erstmal so lassen. Ist okay. Hier ist Radio Two Point mit eurem Ricky Hawthorne. Und wenn ihr euch nicht so richtig gut fühlt, habt ihr Glück. Denn meine Stimme ist die beste Medizin. Außer ihr seid richtig krank. Dann geht besser ins Krankenhaus. Ich würde halt so gerne jetzt mal wissen, ob ich jetzt hier... Diagnose 33, das ist doch schon wieder Diagnose. Ach, ey. Also muss es Gold leuchten, das heißt so, Behandlung. Ist halt noch nicht so, wie es sein soll, ne? Wir gucken jetzt erstmal die Station, wir gucken erstmal, was die Station jetzt noch alles so Schönes macht. Und ich bin schon wieder hier. Ich wollte eigentlich hier hin.
Wir könnten langsam mal auch ihn weiterbilden, ne? Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir ihn Diagnostik geben. So. Es besteht Spukgefahr im Krankenhaus. Richtig geil, der hat noch gar nicht richtig gearbeitet, weil er geht jetzt schon in die Pause. Ah, schön. Nee, ist doof. Ja, sowas ist ganz cool. Obwohl mich das natürlich auch ein bisschen wieder Geld kostet. Farbtherapie haben wir nicht. Und hier können wir befördern. Kann ja sein, dass jetzt gerade beide in der Pause sind. Ist es euer Ernst? Als ob jetzt beide in die Pause gegangen sind. Ey, ihr habt doch eine Macke, oder? Ich nehme euch irgendwann die Pause weg, ne? Nee, scheiße. Als ob die jetzt beide in die Pause gegangen sind. Ja, also hier vorne herrscht Chaos wie Sau. Das kann man nicht anders sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie kränker rauskommen als alles andere. Naja. Was ist eigentlich mit denen hier? Hab ich dir nicht gesehen? Du darfst doch. Du darfst an der Station arbeiten, mein Guter. Okay. Der hat sich einfach nur mal ganz kurz hingestellt. Hä? Ach! Ach, die warten alle. Ach so. Ups. Achtung, bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Vielen Dank. Dann wäre vielleicht, wenn man Diagnose auch noch anmacht, wäre vielleicht gar nicht mal so doof, ne? Erste Mal. Ich bin mal gespannt. Jetzt müssten eigentlich jetzt wieder ein paar hier reinkommen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Dauert natürlich ein bisschen, bis das die Leute gecheckt haben. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ja, okay. Scheint ja irgendwie nicht so zu helfen, ne? Wie ich mir das vorgestellt habe. Die jährliche Prüfung steht bevor. Boah, will ich die wirklich sehen, ey? Oh nee, alles öffnen, komm. Ja, ja. Immerhin. Besser als gar nichts, ne? Also. Also wir würden einen Plus machen, wenn wir jetzt nicht den Scheiß Kredit abbezahlen müssten. Ich habe ja ein bisschen
Da hat hier jemand hingeschissen oder was? Ist das lecker, ey. Oh nee, geil. Aber geil, wie hier einfach mal kein Hausmeister hinkommt, ne? Finde ich gut. Wir müssen ohne Scheiß irgendwie gucken, dass wir den beschissenen Kredit irgendwie abbezahlt bekommen. Die Nachrichten des Tages. Eine Gruppe Einwohner von Grockle Bay protestiert gegen den geplanten Bau einer Hüpfburg. Sie glauben, dass das Geld viel besser in ein Hüpfpiratenschiff investiert wäre. Oh, die haben echt hier, ne? Die haben echt eine richtige Macke, die Leute, die hier wohnen. Weil kann man jemand hier die eklig... Oh, das sieht so eklig aus. Ich finde das geil, wie das einfach mal keiner wegräumt, ne? Ah, jetzt wird hier sauber gemacht. Ist der gerade... Oh, ne, oder? Der ist jetzt wirklich hier ausgerutscht. Ich muss mal ein bisschen, wir müssen mal was gucken. Die Richtlinien. Boah, sollen wir das erstmal reinmachen? Ja, komm, mach mal das. Machen wir es rein. Untätige Mitarbeiter verlassen das Zimmer, das ist eigentlich... Ja. Ja, können wir machen. Das kann bleiben. Mitarbeiter automatisch befördern. Das ist wiederum shitty. Okay, da haben wir schon mal die Richtlinien. Hier war doch irgendwo, konnte man doch hier... Also ich glaube, mit der Richtlinie haben wir vielleicht jetzt unsere... Mal gucken, vielleicht unsere Allgemeinmediziner ein bisschen runtergeschraubt. Mal gucken. Ja, guck mal, Spritzenhaus kommen ja auch langsam, Leute, ne? Wie sieht das hier hinten eigentlich mit der Forschung aus? Ach, guck mal, Forschung ist sogar fertig, habe ich gar nicht mitbekommen. Wenn wir Geld haben, ist jetzt halt die Frage, ne, was wir hier reinmachen. Ja gut, darum kümmern wir uns einfach in der nächsten Folge. Es ist halt immer noch Chaos hier vorne, ne? Es ist halt immer noch absoluter Chaos. Aber irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Ja, irgendwie kriegen wir es hin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.